Mein lieber Freund. Was fehlte noch? Die Botanische. Mit wem habe ich die Ehre? Sagen Sie Erasmus Friedrich Müller. Selbstverständlich. Erasmus Friedrich Müller. Professor der Botanik aus Plauen. Natürlich. Professor der Botanik aus Plauen. Mein Professor? Unser Professor? Herzlich willkommen. Sie sollen ihn sofort sehen, mein Stolz, den schwarzen Waldmeister. Dort ist er. Sagen Sie, großartig. So lassen Sie mich doch. Großartig. Ich hätte gar nicht gedacht. Genug. Erlauben Sie. Sie reden sonst einen Unsinn. Es ist mir allerdings noch nicht gelungen, ein zweites Exemplar zu finden. Diese Spezies ist unglaublich selten. Nun ja, am Anfang, aber das gibt sich. Ich glaube, dass sich hier noch ganz massenhaft schwarzer Waldmeister finden wird. Woraus schließen Sie das? Jetzt blamiert er sich. Sehen Sie, die Gegend sieht mir ganz danach aus. Sehr gut. Das wäre ja herrlich. Kommen Sie, Professor, in den Saal. Man erwartet Sie. Mit Vergnügen. Aber vorher möchte ich mich noch stärken, das heißt, meine Toilette in Ordnung bringen. Bitte, hier, im Zimmer meines Mannes. Danke, schönstens. Und dann werden Sie einmal sehen, wenn die Gesellschaft da ist, wie ich als Botaniker auch die Menschen, die mir begegnen, in die richtigen Pflanzenfamilien einreihe. Die zänkischen Frauen zum Beispiel, die rechne ich zu den Brennnesseln. Die Mucker und Duckmäuser gehören in die Familie der Sauerampfer. Die Tischgäste, die gierig von allen Schüsseln nehmen, die zähle ich zur Familie der Schlingpflanzen. Und die Schwiegermütter? In welche Familie gehören die Schwiegermütter? Die Schwiegermütter, die gehören in gar keine Familie. Und nun kommen Sie zu Ihrer Braut.